Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin einmal heute wieder beim Freizeit- und Angelhof in Weselum. Und ich habe mir heute mal gedacht, probierst du mal einen Teich 1. Ich habe jetzt momentan diese Woche Urlaub. Und da habe ich gedacht, jetzt kann ich mal in der Woche gehen. Also manche denken ja, ich muss ja, kann ja oder gehe nur in der Woche angeln. Aber ich muss innerhalb der Woche ganz normal arbeiten. Also ich habe auch einen 40-Stunden-Job. Und von daher habe ich heute ist Montag, die Chance genutzt, mal ein bisschen angeln zu gehen. Ich habe mich mal einmal an Teich 1 gesetzt, einmal hier vorne auf der Ecke. Ich habe so die Erfahrung gemacht, wirklich im Sommer funktioniert diese Ecke ganz gut. Und ich werde heute einmal mit zwei Routen angeln. Einmal will ich entweder mit der Maracas von oben angeln oder einmal mit dem Glas von unten oder vielleicht mit dem Glas schleppen. Und einmal mit Spoon und Gummiköder werde ich probieren. Ich denke mal, das gestaltet sich heute eigentlich relativ schwer. Wir haben teils noch Sommer. Die letzten Tage waren auch relativ warm. Und von daher ist es momentan echt nicht einfach. Wir sind in der Übergangszeit. Die Wassertemperatur nimmt ein bisschen ab. Aber es ist doch dennoch nicht einfach. Und wie immer, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, haut die einfach unten in die Kommentare rein. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einfach ein kostenloses Abo da, kommentiert oder ein Like da lassen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ich hatte am Anfang als erstes versucht, mit dem Glas zu schleppen. Und da hatte ich dann Peach and Pepper und Applejack montiert. Und dann Richtung einmal Lüfter und dann so ein bisschen rechts an der Kante lang. Aber erstmal keine Bisse mit Bait. Und weil das Wasser echt trübe war, hatte ich jetzt den LT31, ich meine in 1,6 Gramm, so mit 2,5, ich weiß es nicht ganz mehr genau, mit einer künstlichen weißen Bienenmade von Berkeley genommen. Und hier habe ich auch nochmal so ein, zwei Nachläufe bekommen und auch mal so ganz kurze Anfasser, aber keinen richtigen Biss. Ich habe dann einmal einen gelb-pinken Spoon genommen und versucht zu twitchen mit einer Bienenmade. Das ist nicht mein 2,2 Gramm Spoon. Ich habe mittlerweile schon ein paar andere Muster in der Probe, aber weiteres wird ihr später sehen. Ich habe es dann einmal mit meinen Gummiködern probiert und ich hatte die ein bisschen gekürzt, weil ich wollte einfach lieber nicht so einen langen Köder haben. Von links an der Seite gefischt. Und wieder etwas aus der Kategorie, das war wohl kein Biss oder kein Fisch. Und dann bin ich einmal so in die Ecke gewechselt, weil da rechts die ganze Zeit die Fische da unterm Baum gesprungen sind. Ja. Ist das der erste Fisch im Barsch? Jetzt habe ich da so in einem Zwischenstück gesehen, da kamen die ganze Zeit die Fische hoch. Also habe ich mal probiert, da ein bisschen rein zu twitchen. Hab dann auch einen Biss bekommen, aber der Fisch hatte mich ganz richtig zugepackt. Ja, und dann war das so eine kleine Verzweiflungstat. So ein bisschen den Spoon vorm, ich habe da Fische gesehen und dann den Spoon vors Rohr gehalten. Richtige Farbe. So Leute, ja, es hat mit dem ersten Fisch geklappt, also der kleine, ja, so ein bisschen hier an der Seite vorgehalten, so ein bisschen, die stehen da vor dem Rohr, da ist ein Wassereinlass und ich hatte mit dem Forest Pal in dem LT31 Design, da hatte ich mit einer weißen Bienenmade, habe ich da vorgehalten, ich hatte auch auf dem Forest Pal ja einen Nachläufer und einen Biss gehabt morgens und der scheint momentan wohl echt Fisch zu bringen und der Fisch hat, also wirklich, da kann man sehen, welche Farbe an dem Tag funktioniert, wenn man den Fischen das Ding vorhält. Und wenn die sofort zuschnappen, dann ist es nämlich die richtige Farbe. Und das war bei dem Fisch genauso. So, ich probiere mal ganz normal ein paar Fische zu fangen. Das da mit dem Rohr nämlich als letzte Option.
Ich hatte dann auch noch mal eine mit einem anderen Spoon einen etwas besseren Fisch kurz drauf bekommen. Und dann noch mal so ein bisschen rechts an der Kante da auf der anderen Seite probiert. Aber heute war echt nichts weiter drin. Also da war ganz schwer. Und wenn ihr wissen wollt, welches Material ich fische, das findet ihr in der Videobeschreibung. Da findet ihr mein UM-Material, meine Spoons und meine Gummiköder. So Leute, habe Feierabend. Ja, einen Fisch konnte ich mit nach Hause nehmen. Wirklich, ja, überredet habe ich ihn nicht. So ein bisschen am Rohr gehalten. Das war die einzige Möglichkeit. Sonst habe ich echt nur ein paar Bisse gehabt. Andere haben es heute einfach besser gemacht. Also die haben auch für Bienenmaden gefangen von oben so 70 cm oder 1,20 m. Da haben sie gefangen hinten beim zweiten Lüfter, da rechts und links davon. Und bei mir keine Chance. Naja, ist halt so. Habe heute wieder einmal Lehrgeld bezahlt. War aber auch relativ trübe das Wasser. Deswegen haben die Fische wenig gesehen. Und darum, die ganzen Fische haben sie nur auf Stand gefangen, keine auf Schleppen. Und Bienenmaden und dann Dippen, entweder mit teilweise mit Kadaveröl habe ich gesehen, dann oder ganz normal. Wie immer, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, haut die einfach unten in die Kommentare rein. Und wenn euch trotzdem das Video gefallen hat, lasst mir doch einfach ein kostenloses Abo da, kommentiert oder ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao.